Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles. Heute Isle of Cypda, Age of Sorcery. Kapitel 3, Gameplay mit Mods. Ja, wir waren schon länger nicht mehr zusammen hier. Ich bin natürlich regelmäßig hier auf der Insel. Hier so den Innenbereich ein bisschen gestaltet. Ich weiß auch nicht, ob das der letzte. Weisheit letzter Schluss ist hier so mit Treppen an dem Fluss lang. Da vorne ein Färberhaus, da habe ich die Färberei reingepackt. Aber ja, die Burg ist fertig. Aber wie gesagt, weiß noch nicht, ob das alles so schlussendlich bleibt. Viertel kommt mit. Wir gehen heute und zwar, ja genau. Im Land der Verbannten mache ich ja gerade die Tour durch die Dungeons. Hier gibt es sowas Ähnliches, dann nennt sich das allerdings halt. Nee, wo sind wir denn? Hier sind wir jetzt. Hier, Gewölbeplünderer. Und genau gleich wie im Land der Verbannten muss man zum einen eben das jeweilige Gewölbe, das Dungeon hier auf Cypda, finden, betreten und dann eben abschließen, indem man den finalen Boss legt. Wie im Land der Verbannten auch, wie im Exiled Lands, müssen wir hier die Reihenfolge einhalten. Das Gute ist, ich weiß, wo die sind, natürlich, weil ich die alle schon gemacht habe. Müssen wir bloß mal gucken. Die Bastion der Fledermäuse ist hier. Mein nahester Portpunkt ist da. Gehen wir da hin. Ja, Truppe brauchen wir, also das sind ja jetzt hier nicht die High-End. Dungeons. Da ist es. Na. Geht mal hier ein bisschen weg. Die Gewölbe, gerade die ersten sowieso, sind ja wirklich einfach. Sie sind einfach. Mal gucken, wo wir rauskommen, ob wir jetzt mit den Sturmjäger oder den Aasfresserküste. Die Aasfresserküste. Es passt alles. Von daher, ich habe eine Haut drauf, die Sonja. Ich habe die zum Schleppen jemand dabei. Hier noch eine Auszubildende, aber schon Stufe 17, eine Hupfdohle und irgendwo müsste noch ein Kämpfer May the Blade sein. Die ist ja wirklich was Schaden und nachher auch was Leben angeht, eher ein bisschen sparsam unterwegs. Na, jetzt komm her, Pferdl. Ich will aufsitzen. Jetzt, ne? Das ist echt nicht wahr. Kommt mal hier rüber, Kinder. Jetzt. Ja. Aber für den Rand tut es das wirklich dicke. Und das sollte eigentlich auch relativ fix gehen. Was mir immer wieder auffällt, ich schaue ja jede Menge, ja doch, kann man so sagen, jede Menge YouTube-Videos zu Conan, aber auch zu anderen Survival-Games an. Aber speziell jetzt Conan, was mir auffällt, dass sehr, sehr wenig mit dem Pferd unterwegs sind. Manche würde ich auch bewusst sagen, oh nee, da habe ich Probleme mit. Würde mich mal interessieren, ah, schön. Sieht cool aus. Mit dem Hafen. Ja, würde mich mal interessieren, wie ihr das handhabt. Seid ihr mit dem Pferd unterwegs? Viel, wenig, gar nicht. Wenn gar nicht, warum nicht? Gut, das eine kann ja sein, dass man sagt, nö, ich habe da einfach, ich will es genießen, ein bisschen langsamer, das entschleunigt das Spiel auch. Auf jeden Fall. Oder habt ihr Probleme mit der Steuerung? Die ist bis zu einem gewissen Punkt, kann man doch schon sagen, gewohnheitsbedürftig. Sie unterscheidet sich ja deutlich von anderen Spielen. Wobei ich sagen muss, ich finde, dadurch, dass wenn ich eben jetzt hier mit den Pfeiltasten die Richtungen angebe,
Dieses nicht wie auf Schienen nachziehende Pferd, also dieses sich schon fast künstlich bewegende Pferd, sehr, sehr angenehm. Und wenn man den Dreh mal raus hat, finde ich es super angenehm. Vor allen Dingen, weil man eben mit der Maus sich umschauen kann, während man mit den Pfeiltasten die Richtung vorgibt. Und gerade in einem Spiel wie Conan finde ich das sehr schön. Weil es doch immer was zum Gucken gibt. Ich finde die Landschaft wirklich super cool gestaltet. Ja, wo gehst denn du jetzt hin? Ich will dich doch erschlagen. Ja, der ist natürlich jetzt an einer blöden Ecke. Aber sei es drum. Mich noch erwischt. Aber jetzt ist eh zu Ende. Und down. Nicht runterfallen. Ah, doch, kannst runterfallen. Zu legen tue ich nichts. Ich tue auch nicht viel sammeln heute. Ich gucke nach, ob sie Eldarium im Inventar haben. Und wenn nicht, ist gut. Was ja, mal gucken, müsste auch hier so sein. Was ja geändert wurde, ist, dass der Wisp, dieser grüne Leuchtgeist, den kann man ja jetzt wohl in Gewölben und auch in Dungeons casten. Gucken wir mal. Sollte hier gehen. Was natürlich, wenn man eine Zweihandwaffe hat, auf jeden Fall praktisch ist. Nochmal was trinken. Hier im Eingangsbereich hat es meistens dann, das habe ich aber auch schon in anderen Videos gezeigt. Machen wir trotzdem mal die Fackel an. Hier ist ein bisschen heller. Hier, da ist dieses Schild, das man anklicken kann. Es gibt ja zwei Sachen, die man hier finden kann. Das andere ist dann nochmal so ein. De nee, drei, glaube ich sogar. Es ist eine Säule, dieses Schild. Okay, der hat auch nichts. Das macht das Ganze etwas schneller. Muss bloß bei der Waffe aufpassen, wenn ich die zu lang draußen habe. Die nimmt Schaden, wenn ich sie gezogen habe, fängt sie an Schaden zu nehmen. Aber repariert sich mit dem Schaden, den ich dann damit austeile. Oh, da kommt gleich der nächste. Sehr schön. Das war jetzt nicht so toll. Voll reingelaufen. Und down, der hat nichts gescheit. Der hat auch nichts gescheit. Okay, dann ihr. Wir gucken so. Ja, nach den Kisten, weil auch hier potenziell natürlich Golem-Teile gefunden werden können. So, es gehen hier rechts und links die Dinger auf. So, da kommt noch mal einer. Irgendwie bin ich gerade steckig fest. Und gut ist. So, der hat nichts, aber da hatte ich doch was gesehen hier. Irgendeiner von den beiden, da ist es. Und da ist noch mal einer. Hallo, grüß dich. Und der hat auch nicht. So, aber einer ist aufgestiegen. 17, dann musstest du gewesen sein. Jawohl. So, aber. Dann gucken wir mal hier kurz rein. Aber da sind keine Kisten. Und es. Ah, hier war dann wieder was zum Interagieren. Ah, ja. Das ist dieses. Diese rückgebildete Fledermauskralle, wo man eine Trophäe dann herstellen kann, um die sich aufzustellen. Und der hat auch nichts. Zwei, drei und vier. Und
So, das müsste es die andere gewesen sein. Den mache ich mal komplett leer. Das müsste jetzt die. Ach, den habe ich ja komplett vergessen. Der levelt ja auch noch hoch. Aber für den habe ich jetzt gar nichts zu essen dabei. Da ich gepennt. Und dann. Und da auch nichts Vernünftiges dabei. Käfer nur mal mit. Und da ist nichts. Da drüben ist doch auch noch eine. So eine kleine. Dings, da ist aber. Ah doch, da ist doch einer, siehst du. Sie versteckt. War ein bisschen schüchtern. Und Päckchen. Hier, das ist die Statue, die man lernen kann. Damit hätten wir dann alles drei. Das ist diese Plakette, dann diese Trophäe und die Statue. Das sind die drei Sachen, die man in jedem Vault finden kann. Zu jeder Rasse sozusagen. Ah, Gold nehmen wir mit. Den Rest lassen wir drin. Da geht es dann runter. Jetzt gucken wir bloß noch, ob hier noch irgendjemand rumsteht. Hier müsste noch jemand sein und eine Truhe. Den hat es durch die Gegend gehauen, aber der hat auch nichts dabei. Ach, da ist auch nichts. Falsch. Hier in der Mitte geht es runter. Da hat's nichts. Da hat's nichts. Und das nehmen wir mit. Hier diese Kriegsbemalungen sind ja nur noch hübsch. Dinger, keine Buffs mehr. Der hat Jolt und Eldarium. Kiste war hier nicht. Nee, aber hier in der Mitte ist doch, glaube ich, eine Kiste, oder? Nee. Dann ist es. Es gibt so ein ähnliches Layout, wo dann hier so in der Mitte kommt noch, oder? Da höre ich doch schon jemand. Ja. Hey. Okay, das war mal das. Und oh, der hat auch schön dabei. Und hier ist aber gleich auch keine Kiste oder sowas. Nee, 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 nee. Dann geht's schon hier ins nächste Gebiet. Oder nächsten Abschnitt. Hier war doch das mit der Kiste. Nö. Okay, der war nicht schlecht. Und der hat auch. Und was haben wir hier? Es ist eine Waffe von Emberlight. Erkennen wir gar daran, dass sie nicht eingedeutscht ist. Sprich, es gibt keine deutsche Übersetzung dafür. Geht ihr mal mit dem spielen? Oh, da hinten ist auch noch einer, okay. Ah ja, die kümmern sich da drum.
Mal kurz. Oh, schön. Das sparen wir uns. Und sparen wir uns und sparen wir uns. Trotzdem duster hier. Da sind wir rein. Da geht's weiter. Den hat's auch durch die Gegend gehauen. Da ist nichts mehr. Ich finde die Vaults super, super angenehm. Die anderen Dungeons sind natürlich auch schön. Gar keine Frage in der Exiled Lands. Was ich an den Vaults schön finde, sie sind nicht zu lange, haben aber genug Gegner drin, dass es trotzdem unterhaltend bleibt. Und ja, man ist in eine Viertelstunde durch, gell? Auf der anderen Seite ist es natürlich hier so konzipiert, weil es eben wirklich diese, gibt auch andere, aber mit einer der Hauptquellen für Altarium oder Eldarium im Englischen ist. Da ist nichts. Dann gehen wir mal auf den Dicken. So, Rüstungsdebuff ist drauf. Und jetzt geht's ans Verbluten und Vergiften. Eins. Und down. Sehr schön. Den auf jeden Fall immer zu legen, weil der gibt dieses abgründige Fleisch und natürlich Dämonenblut, wenn man es noch braucht. Das kann man raus. Naja, war jetzt 19. Mal gucken, was in den letzten Truhen drin ist. Da bin ich ja nicht mit Glück gesegnet, aber man gibt nicht auf. Na, komm her, also 43, das ist okay. Zwei Nachschubmaterialien, ja, mei. Aber wieder kein Rezept, weder vom Boss, noch, nicht mal ein Planfragment. Aber ich nehme mal alles raus, sicher, dass die dann neu... Auf jeden Fall neu. Auch nochmal 9. Das ist gut. War das schwarz? Ne, dunkler Färbezusatz. Und nochmal. Okay, jetzt hat sich 87. Ist für einen Run nicht schlecht. In diesen Vaults immer dran denken, wenn man das erste Mal hier reingeht. Hier gibt es immer zwei Sachen zum Lernen. Einmal die Armory. Also die Rüstungen, nee, die Waffen und einmal die Rüstungen, das ist das Gewölbearsenal und da lernen wir die Waffen und die Rüstung. Und dann war's das schon. Das heißt, mal gucken, wie spät es ist. Ah nee, Bastion finden abgeschlossen. Der hat mir jetzt erst beim Rausgehen die Bastion gezählt. Das ist echt nicht wahr, oder? Doch. Okay, das war jetzt ein Bug. Okay, das war natürlich ein toller Bug. Meine Fresse. Okay. Also, das heißt, ich muss die auf jeden Fall nochmal laufen. Ich habe da beim Reingehen nicht drauf geachtet. Gut zu wissen, dass es gleich beim ersten passiert. Für euch als Warnung, wenn ihr reintretet, müsst ihr diese Entdeckungstrigger kriegen. Warum ich es jetzt erst beim Rausgehen gekriegt habe, ich denke, das ist nicht wirklich flächig. Ich hab's
mit einem anderen Charakter schon bekommen, wenn ich nur davor gestanden bin. Mit einem anderen Charakter musste ich auch reingehen, damit das dann das Entdecken getriggert wurde. Aber ich habe da jetzt echt nicht drauf geachtet, wo wir vorher rein sind, dass das in diesem Fall auch triggert. Das heißt, dadurch, dass wir natürlich jetzt der Reihe nach abschließen müssen, muss ich hier auf jeden Fall nochmal rein, damit ich den erkunden und den plündern bekomme und ein Siegel benutzen. Das Siegel muss man nur einmal benutzen. Okay. Gut. So ein Mist, so ein Mist, so ein Mist. Okay. Aber oh mein Gott, shit happens, oder? So ist es halt. Und in dem Fall ist es auch okay, dass ich eben auch nur knapp eine Viertelstunde brauche für einen schnellen Run dadurch. Aber ich kann natürlich jetzt nicht wieder rein. Ich könnte jetzt rein, ist noch nicht gesperrt. Aber es wären keine Gegner da. Ich kann auf keinen Fall das Ding hier vervollständigen. Na okay. So ist es halt. Dann lassen wir es aber gut sein mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, war ja kurz und ich hoffe doch actionreich genug, um interessant zu sein. Wenn es euch gefallen hat, seid so nett, gebt einen Daumen nach oben. Das hilft mir einfach, damit ich in den Ranking, in den YouTube-Algorithmen eben auch nach oben gehoben werde. Und wenn ihr mal was ganz besonders Gutes tun wollt, abonniert bitte den Channel. Da würde ich mich riesig drüber freuen, wenn ihr ihn schon abonniert habt. Vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ansonsten wäre es einfach cool, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen würden. Hier vielleicht auf Zipda. Wenn ich den nächste Gewölbe mache, ich werde euch hier nicht nochmal in das Fledermaus-Dämonengewölbe mit reinnehmen. Oder gern auch im Gameplay im Land der Verbannten. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen und ihr wisst ja, immer schön gesund bleiben. Bye bye.